ja mit Frau Dr. Köldorfer gesprochen, telefoniert. Sie hat das eigentlich auch so gesagt, wie ich es mir wünsche würde, aber das ist halt von uns beide abhängig. Ne? Ob man sagt, okay, wir versuchen uns nochmal entspannt kennenzulernen, ganz locker, oder dass du sagst, ich merke das, ob ich jemanden besser kennenlernen möchte oder nicht, dann akzeptiere ich das natürlich, wenn das bei dir so ist. Ich finde es halt super schade für, ja, für das ganze Experiment und auch für dieses Matching, weil wir uns beide eigentlich noch nicht so kennengelernt haben, wie es dann in einer Beziehung vielleicht wäre. Es ist bei mir genauso, dass ich weder Verliebtheitsgefühle habe, noch diese extreme Anziehung. Also das hatte ich bei ihr auch nie. Aber das war auch nicht der Grund, warum ich bei diesem Experiment mitgemacht habe. Ich habe da nicht erwartet, dass da eine Frau reinkommt, wo ich denke, wow, die haut mich um. Das war gar nicht mein Ziel, sondern wow, die haut mich um in der Beziehung. Vielleicht passt es später, wenn man diese Offenheit, diese Vertrautheit hat, halt super gut. Das kann ich aber auch nicht sagen. Wie du, eigentlich genauso wie du es geschrieben hast in dem ersten Brief an mich. Man kann nichts versprechen, aber versuche den Weg gemeinsam zu gehen. Das ist etwas, was ich dir anbieten würde. Ich wäre absolut bereit für einen Restart, weil ich halt ja, der Meinung bin, dass aufgrund des Experiments der Mensch vielleicht in der Beziehung super gut passen könnte. Klar gibt es Dinge, die vermutlich passen oder die ich mir vielleicht auch in einer Beziehung so wünsche, aber oder die sich auch entwickeln. Natürlich entwickeln sich Sachen erst. Aber dieser erste Punkt, den ich halt eben brauche, den habe ich jetzt nicht. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass der kommt. Weil ich werde das auch nicht jetzt 10 Wochen versuchen. Wenn das jetzt nicht dieses Experiment wäre, hätte ich ihn auch nicht mehr getroffen. Also da wäre jetzt für mich schon ein Ende gewesen. Aber es ist immer noch ein Experiment. Und im Endeffekt kann ich auch nicht nach 2 Tagen schon sagen, nee, Experiment gescheitert. Ich habe es noch nicht abgeschlossen, den Ring habe ich ja noch nicht abgelegt. Du hast eine verloren, ist halt so. Noch habe ich eine an. Das war auch wirklich für mich sehr, ja, nicht schön, sondern alles genau das Gegenteil. Time to put the silicone obsession down. Ich trage den Ring noch, auch wenn er ihn jetzt verloren hat. Also grundsätzlich bin ich schon bereit, das Ganze jetzt auf einer anderen Ebene mit ihm zu versuchen und jetzt nicht komplett alles hinzuschmeißen. Aber ich brauche jetzt so den Raum für mich. Also ich will jetzt auch erstmal aus dem Zimmer ausziehen. Vom Gefühl her, sag ich mal, ich kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, hat sie eigentlich abgeschlossen. Life is like a board game, some of the time. Ich sehe es momentan einfach mit einer 1% Chance in diese Richtung, dass da wirklich gegenseitig Interesse besteht, auf eine Beziehung hinzuarbeiten, nicht auf eine Freundschaft. Weil das wäre jetzt eigentlich nichts so wirklich für mich, auf eine Freundschaft. Dafür habe ich mich nicht bei Hochzeit auf den ersten Blick beworben.